Ja, wir sind hier die Interessensgemeinschaft American Canadian Railway. Das ist jetzt unsere erste Veranstaltung nach der Gründung 2008. Und wir sind stolz, hier einige namhafte Anlagen, unter anderem unsere preisgekrönte Anlage hier bekommen zu haben. Und weiterhin haben wir hier einige Modelle, die bei uns zum Beispiel heute Premiere gefeiert haben. Und darauf sind wir sehr, sehr stolz. Unter anderem haben wir auch eine Anlage aus England in der Spurweite 00 und eine Feldbahn von der Firma Wukow. Das ist eine Glashütte, die im Original nachgebaut worden ist. Ja, das ist eine britische Poststation, an der in den früheren Jahren und auch heute noch die Postsäcke ein- und ausgeworfen werden bei laufender Fahrt. Ja, Sie sehen heute zum ersten Mal einen SVT Berlin in der Produktion in Serie, wie es in keiner anderen Nenngröße und in keiner anderen Veranstaltung bisher gezeigt wurde. Ich habe ganz bewusst die Veranstaltung hier gewählt, weil diese Rückinformationen vom Kunden für solche Neuheiten sind für mich als Hersteller besonders wichtig, um eben auch für weitere Projekte sozusagen die Motivation zu haben, sowas zu unternehmen, mal was Besonderes herzustellen und nicht immer das, sagen wir mal, von der Stange. Und gerade so ein Modell, was auch von der Entwicklung aus den 30er Jahren in gewisser Meilenstein darstellt, mit diesem Motorwagen, der dort das erste Mal zum Einsatz kam und in der ganzen Ausführung als vierteilige Einheit mit dem entsprechend großen Platzangebot, ist eine sehr interessante Sache. Ja, das war damals mit diesen beleuchteten Tischlämpchen, wie ich es heute herstelle, auch mit diesem Speiseraum eine gewisse Qualität, die dort erreicht wurde, die man als Maßstab für die weiteren Entwicklungen sehen kann, was dann sicher auch ohne Krieg passiert wäre.